5.30 Uhr im russischen Leipzig. Mein erster Tag im Ural beginnt beim morgendlichen Viehtrieb. Der Hirte Chaidar empfängt in der kalten Steppe die letzten Kühe. Und mich. In Leipzig hat nämlich jede zweite Familie ihre eigene Kuh. Und die muss den Tag über bei Laune gehalten werden. Chaidar kümmert sich täglich um 120 Tiere und das bei Wind und Wetter. Ну, я уже привык, потому что с детства с лошадьми. Вот и так. Ну, где-то лет уже почти под 40. Sobald der erste Schnee liegt, hat Chaidar seine Arbeit für die Saison geschafft. Denn bei minus 40 Grad Celsius ist es auch den russischen Kühen zu kalt. Um Nutztiere wie Hühner, Gänse oder Schafe müssen sich die Leipziger selbst kümmern. Und das teilweise neben ihren normalen Berufen. Währenddessen hat die Schulglocke bereits zur Pause geläutet. Im Schulgarten entdecke ich fleißige Schüler und Lehrer bei der Gartenarbeit. Auch mir wird direkt die Hake in die Hand gedrückt. Die Kinder helfen hier alle auf dem Schulgelände mit, alles umzugraben. Ist es freiwillig oder gehört es zum Unterricht? У нас объявлен конкурс, у нас каждый год объявляется конкурс вот в начале года, весной, на лучший участок. И осенью у нас, значит, подводятся результаты, у кого красивее участок получается. Поэтому дети стараются. Einige Schüler lernten die Garten- und Hofarbeit bereits von ihrer Großmutter. Вот после школы, когда домой приезжаю, сразу к ней захожу. У нее тоже есть куры, свиньи, коров нет. Für die Kinder ist es wichtig, sich zeitig mit Landwirtschaft auseinanderzusetzen. Eine Arbeit, die für ihr späteres Leben zur Notwendigkeit wird. Endlich ist auch Chaidar nach einem anstrengenden Arbeitstag mit den Kühen aus der Steppe zurück. Die Abholung des Viehs gleicht einem abendlichen Dorfmeeting. Zum Sonnenuntergang erwarten gesamte Familien ihre Kuh, um sie sicher nach Hause zu bringen. Einige wenige dürfen den Heimweg bereits selbstständig antreten. Gegen Abend heißt es in Leipzig in vielen Gärten Banja-Zeit. Durch eine kleine Tür führt mich Saudia in ihr Dampf- und Badehaus. Баня, потому что это у нас традиционное как бы событие, и чтобы войти в баню, русские всегда должны поклониться ей. Поэтому такая низкая дверь. Мы заходим и как бы благодарим нашу баню. Wie oft gehst du in die Sauna und wie lange? Ну, я, например, 20 минут, а сын полтора часа. Дедушка у нас 89 лет ему, он тоже моется час. Мы идем смотреть, жив ли он там. Wenn die Liebe der Russen zur Banja so groß ist, lasse auch ich mir einen Abend in der Sauna nicht nehmen. Statt Netflix heißt es für mich heute Abend bei 90 Grad Celsius zum Ausklang Banja in Chill.